So, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Pokémon Platin. Ich habe gesagt, ich trainiere unser Team ein bisschen. Alle sind jetzt Level 15. Und Lulgok ist auch schon unten bei den ganzen anderen Dudes. Und ja, heute werden wir uns den Encounter hier in der Höhle safen. Bevor wir zu dem alten Mann hier hinlaufen. Mal gucken, was es wird. Und es wird ein Rihuanior. Da muss ich ganz kurz was nachgucken. Ob ich Rihuanior nicht hier lassen darf. Und zwar. Ich habe schon eine kleine Vermutung. Und zwar, ja, Rihuan ist die Weiterentwicklung von Rihuanior ist die Weiterentwicklung von Rizeros, so alles. Also von Winifred. Und deswegen dürfen wir uns einen anderen Encounter holen. Okay, mit Scheide. Ein Snoopilicat. Ja, gut. Kann uns sehen, wie man will jetzt. Ich hoffe, ich habe genug Bälle dabei. Und auch wenn es jetzt nicht drin bleibt, ich bin nicht traurig über den Snoopilicat. Oh, verdammt. Es ist Vogelhieb ein. Ja, hat keine Wirkung auf Ghostbusty. Da muss ich mich kurz muten, ne? Und es ist schon wieder ausgebrochen. Ey. Okay, es ist bis ein. Ja, gut, macht aber trotzdem nicht viel Schaden, ne? So, hoffen wir mal, dass es jetzt drinnen bleibt. Ja gut, 4 Bälle habe ich noch. Alter, ich kann es doch nicht schwächen, das ist das Problem. Ich kann es mal versuchen, das mit Ghostbusty zu schwächen. Also mit Erstauner, es soll eh so viel Schaden machen. Achso, Geistattacken haben auch keine Wirkung auf Normal-Pokémon, alles gut. Versuchen wir es mal. Okay, wir können es doch schwächen. Einfach so ein bisschen was mit Psybele draufschlagen. Okay, sollte es eigentlich passen. Nee, nicht nochmal. Oder noch versuchen, es mit den letzten drei Bällen zu fangen. So will ich. Also jetzt will ich es doch haben. Ey. Ich kann doch nicht sein, dass das der nächste Karte ist, den wir nicht kriegen können. Mit der Schmiede in der Höhle. Wir haben uns ein Bild gehabt. Ja, voilà. Der hat mich hier gefreut. Rassekatze. Ja, wir geben dir den Spitznamen. Oh. Puh. Ganz kreativ nennst du es einfach Katze. Katze. Ja, Box 1, perfekt. Ich hatte schon Panik, dass es in den Friedhof gehauen wird. Jetzt gucken wir mal, was der Trainer von uns will. Ich fahre einfach mal Lulgok nach vorne, weil Lulgok sich bald entwickelt. Dann darf ich das Bild unten ändern. Bist du kein Trainer? Und Nigel hat eine neue Pokédex. Oder eher ungelenkt. Und ein eher ungelenk wirkender Reisender. Hm, du bist doch nicht so lange Trainer, Stoder. Aber das ist doch nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine.
Warum nur 6 erhalten? Ja, was ist das Ding? Zertrümmerer. Ja, gut. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass wenn ich einen Attackensklaven brauche, ich mir den einfach fangen darf. Und den halt auch, also ich muss es hier nicht als Encounter kriegen, sondern ich darf mir den einfach holen, wenn ich wirklich jetzt eine TM brauche und die niemandem beibringen kann. So, Kempo Ole, Kabutops. Ja gut. Mal gucken, was Lulgok dagegen ausrichten kann. Vielleicht noch gut. Ja gut, das Spiel ist halt vom Typ Wasser. Okay, ist jetzt Silberblue geil, ne? Ich hab irgendwie den Drang zu speeden, aber ich tue es nicht. Also, die Kratzer. Ich brauch nicht mehr Schaden. Das kratzt mich auch. Ja. Gut, in 3 Runden so soll es so sein. Nee, so, ja gut, 2 Runden wird es dauern. Also jetzt noch eine. Nein, Kabutops, bleib bei uns! Rest in peace, Kabutops. Erfahrungs ist schon einiges. Ich hab beim Pupitak Fighting Rides und mit Lulgok. Sind wir eigentlich recht gut dabei. Oh, es ist das Spiel. Na gut, hab ich eigentlich kurz vertan, was ein Pupitak ist. Ja. Ein Volltreffer, jetzt hab ich's. Oh, jetzt setzt der Sandsturm ein. Nein! Ja gut, ich kann das Trainerkampf nicht spielen. Ich komm aus irgendeinem Grund nicht hier hoch. So, töte das Lulgok. Töte das Puta. Bitte nicht Lulgok töten. Wer ist jetzt mit bis eine? Ja, wow, 4 HP Damage. Da habe ich ja richtig Angst. So, und es sollte jetzt tot sein. Und da haben wir dann auch jetzt gleich die erste Entwicklung bei Lulgok. Also mit Lulgok haben wir jetzt die erste Entwicklung. Yes, krass. Schnabel. Ja, bringen wir die mal bei. Ist ein Heuler, das benutze ich eh nie. Warte, ich kurz noch mal anders nachgucken. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen dumm ist, wenn ich das jetzt mit einer Aufnahme mache und nicht so davor. Aber ich will einfach wissen, was ich jetzt Captain Eagle weiterentwickle auf Level 32. Okay. Hoffen wir mal, dass Captain Eagle so lange lebt. Hey, Lulgok entwickelt sich. Aber was spürt das nur? Alter! Krass! Dein Lulgok wurde zu einem Jungblut. Ja! Krieg mal auf die falsche Taste, stimmt auch. Oh. Doppelkick? Das ist eine verdammt gute Attacke. Ja. Weg mit dem Energiefokus. 1, 2 und schwupp. Schon die Attacke weg. Lulgok erlernt Doppelkick. Packen wir jetzt mal. Ich habe den Kahn schon lange nicht mehr vorne. Also in der Folge schon lange nicht mehr. Jetzt so hatte ich den schon lange mehr wieder. Also vor allem beim Turnieren und. Lol, genau bei 99. Ich raste aus. Zu fein, dass ich diese Hülle überwunden habe oder geschafft habe oder fuck. Was ist. Oh nein! Nein! Fuck!
dieses Drecksvieh wird wahrscheinlich Explosion einsetzen. Ich hoffe, dass es diese Glut einfach one-hittet. Oh, ist jetzt Stampfer ein. War zum Glück. Okay. Ich hatte echt Panik, dass es jetzt Explosion einsetzt. Aber es war echt easy zu klatschen. 414 mit EP. Alter. Ich kann mir kurz was machen. Ich hab gerade über Discord geschrieben. Wir sind frei! Oh nein. Nein, oh nein. Was willst du von mir? Sieh mal an, ein Trainer. Aber wie? Wie geht das denn? Du hast ja keinen einzigen Arena-Orden. Dagegen müssen wir sofort etwas unternehmen. Weißt du was? Ich bringe dich zur Pokémon-Arena. Oh nein, Slushy! Oh, da steht ja schon jemand und wartet. Muss ich jetzt mit Slushy reden? Ey, sorry, dass ich mir jetzt die ganze Zeit müden muss, aber ich hab verdammten Husten und ich hab keinen Bock, dass der da aufnehmen muss. Also, es ist gerade wieder verdammt schlimm. Was? Wie? Oh, du bist das Gotti. Hast du es doch bisher geschafft? Aber du bist echt langsam, weißt du das? Die Arena-Leiter hier ist übrigens eine harte Nuss, müssen nicht leicht zu knacken. Wie er wohl im Vergleich zu meinem Vater schlägt? Hä? Ich habe den Faden verloren. Na, auf jeden Fall ist der Arena-Leiter in die Kohlemine gegangen. Wenn du ihn vorknöpfen möchtest, solltest du schnell zur Mine. Ja, aber davor gehe ich noch kurz ins Pokémon Center. Und hoffentlich auch noch in den Markt, den es hier gibt. Ich weiß nicht, ob das eine Stadt war, in der es keinen Markt gab. Aber ich hoffe, dass es einen gibt. Und ja. Bei Pokémon sind wir topfit. Ja, wird sicherlich bald mal wiederkommen. Arena, da ist ein Shop. Brauch ein paar Bälle neue. Und eventuell auch was zum heilen. Oh Gott, ich hab fast kein Geld. Ja gut, dann werfe ich alles für Bälle raus. Kann es denn sein, dass ich so wenig Geld bekomme? Also, war das bei Platin normal, dass man wenig Geld kriegt? Weil mir kommt es irgendwie so vor. Auf in die Pokémon-Mine. Bin ich hier nicht. Kohle-Mine. Ich glaube, sind noch einige Trainer. Oh nein. Oh, gibt's einen Encounter. Ein Firnontor. Alter, der ist geil. So. Ja, schwächen kann ich schlecht mit Vulkan. Muss jetzt drin bleiben. Oh Gott, cool, wie mache ich das denn immer? Schlausten. Ich glaube, oh verdammt. Ich muss jetzt versuchen, ein paar Runden zu überleben, ne? Damit es dann genug Schaden bekommen hat, dass ich es fangen kann, und muss dann hoffen, dass es nicht durch die Verbrennung stirbt. Das wäre nämlich verdammt die optimale. Ja. Ja gut, speeden wir es nicht. Ich weiß nicht, ob es so lange dauert. Ich hoffe ihr nicht. Schade für Montor. Okay, es dauert doch lange, ich werde speeden. Wir sehen uns gleich. So, jetzt werde ich einen Ball drauf werfen und muss hoffen, dass es drin bleibt. Ich glaube nicht, dass es nochmal ein
Feuerschaden überlebt. Dieses Ausgebrochene. Vielleicht mit viel Glück, es kann halt immer noch angreifen, trotz so einigen Oh lol, Vulkan ist eingefroren. Okay, eine Chance kriegen wir noch. Okay. Nee, es ist tot. Ja, schade, Phenontor. Wäre ein cooles Pokémon gewesen. Stattdessen hat es einfach das Vulkan eingefroren und mir zwei Superbälle gekostet. Drei Pokébälle gekostet, das meine ich. So, muss ich kurz Vulkan von vorne weg tun, weil der eher unbrauchbar ist, wenn er eingefroren ist. Aber wieder Mode noch. Also er will keinen Kampf. Aber hier war ein Pokéball, ja? Und da war ein Pokéball drin. Okay. Ich werde mal gucken, was es noch, was es hier noch so gegeben hätte. Ein Starmie. Ja gut. Ob das jetzt unbedingt besser gewesen wäre, schwer zu sagen. Okay, wir gehen noch tiefer in die Mine. So langsam kommt es echt zur Kinderarbeit hier. Und ich weiß nicht, Zelt ist das neuer Platz? Ich glaube eher nicht. Ich werde mich hier kein Pokémon fangen, kein neues. Weil es ist ja immer noch die Kohlemine. Deswegen. So, werden wir dann noch gleich. Achso, nee, doch nicht. Wenn wir mit diesem Trainer kämpfen? Ja, werden wir. Er hat seine Pokémon mit Sonic geschmuggelt. Richtiger Ehrenmann. Ehrenmann Leopold. Ja, moin! Was ein fucking Dialga! Ja, verdammt, was soll ich jetzt machen? Ja, fuck! Ja, moin, es kann einfach Feuer, oder? Okay, Mode kann es noch ein bisschen aushalten. Okay, Tackle macht noch weniger Schaden. Sollte eine Schwäche gegen Feuer haben. Oh Gott, Mode! Bitte nicht sterben. Kann es mir nicht leisten, dich sterben zu lassen. Okay, ich werde jetzt auf Lulgog wechseln. Und hoffen, dass es das Feuer oder überlebt. Ja gut. Und jetzt hoffen, dass Glut sehr effektiv ist. Nee, ist es nicht. Oh Gott. Okay, aber ich kann es jetzt töten. Zum Glück mache ich es aus irgendeinem Grund noch Grimasse. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube aber. Feuerrotum sollte 15 AP haben. Deswegen sollte es eigentlich noch AP haben. Komisch. Aber wir haben es endlich getötet. Mode und Lulgog erhalten Erfahrung. Alles ist nochmal gut gegangen. Ja. Wir werden uns mal wieder Winifred nach vorne packen. Ja, ich glaube ich auch schon lange nicht mehr in der Folge. Und hier den Trank mitnehmen. Hey, wir haben die 4000 Schritte geknackt. Oh nein. Okay, mal gucken, was es hier noch gegeben hat. Brender? Mit einem fucking Nike-Zeichen auf dem Shadow. So, die müssen kommen. Ja, da ist auch schon der Arena leider. Ja. Nicht zurück und staune. Mit der Attacke zur Trümmer kann man Fels aus dem Weg räumen. Wow! Fels müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist dein Pokémon dazu fähig,
Also musst du den Arena-Leute besiegen und das bin ich. Tschüss, alter Mann! Ich werde so gucken, hier drüben sollte noch ein Trainer sein, der fighten will. Ja. Und dann werden wir in der nächsten Folge den Arena-Leiter besiegen. Hoffentlich. Vielleicht habe ich da auch einen Gast dabei. Kann sein. War was geplant? Weiß nicht, ob das jetzt noch zustande kommt. Wenn ich wieder direkt kurz um 49 Erfahrungspunkte. Schneebedeck. Nee. Das macht Winifred auch. Vom Trainer Wolfram. Wolfram läuft amok. Leute. Hagelalarm. Los, Stampfe. Wow, jetzt mal One-Hit. Bin mal gespannt, was für ein Typ die Arena hat. Ich hoffe, dass das so eingestellt ist, dass die Arena einen Typ hat. Der ist halt auch random, wenn es Drache ist, haben wir halt leicht verkackt. Den Ball holen wir uns auch. Flugzeit ist halt perfekt, da sind wir dann gleich draußen hier. Und dann war es mit der 7. Folge von Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Und also ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ciao!